Hört ihr mich jetzt besser? Also nochmal von vorne. Dein Bruder hört nicht, aber der Sohn des Fremden hört. Sie wollen deine Stimme ersticken, dein Herz gebrochen und nur halb. Deine Schreie um Mitternacht. Dein Bruder hört nicht, aber der Sohn des Fremden hört. Die Widerstände werden immer mehr, aber dein Herz trägt dich bis ans andere Ufer. Dein Bruder hört nicht, aber der Sohn des Fremden hört. Du darfst wegen all dieser Schwierigkeiten auf keinen Fall den Mut verlieren. Öffne deinen Mund zu einem Gruß, denn dein Bruder hört vielleicht nicht, aber der Sohn des Fremden hört. Kardeşin duymaz. Hört man die Gitarre? Susala sesini bulmak isterler. Yaradı kırıktı sırça yüreği. Çığlık çığlık yara geceler. Kardeşin duymaz el olu duyar. Çığlık çığlık yara geceler. Kardeşin duymaz el olu duyar. Çoğalı engeller yürür gülersin. Yüreğin taşıyıp götürür seni. Nice selden sonra kumdan ötede kardeşin duymaz el olu duyar. Nice selden sonra kumdan ötede kardeşin duymaz el olu duyar. Kardeşin duymaz el olur.
Ich bin homöopathische Ärztin in Offenburg. Ihr wisst alle, dass dieses Virus ein Babyvirus ist, was, ich bin jetzt mal ganz ketzerisch und frech, keinen umgebracht hat. Meiner Ansicht nach, und da bin ich nicht alleine mit dieser Ansicht, sind die Menschen, die angeblich an Corona gestorben sind, besser mit Corona oder sogar ohne Corona, weil dieser Test ist super unzuverlässig, der sagt gar nichts aus, sind entweder an falscher Therapie gestorben, weil man hat diese Patienten, also die Übersterblichkeit war im April, eigentlich nur da war, gab es kurz eine Übersterblichkeit und da hat man eine Studie gemacht mit Hydrochloroquin. Angeblich sollte das bei Corona helfen. Und dieses Mittel ist in niedrigen Dosierungen unschädlich, aber man hat diese Studie mit einer Höchstdosierung gemacht. Also das Mittel wurde in einer absolut toxischen Dosierung gegeben. Und man weiß auch, dass da, wo diese Studie gemacht wurde, dass da die Sterblichkeit am allerhöchsten war. Und also wie gesagt, Hydrochloroquin, daran sind viele mit Sicherheit gestorben. Weiterhin haben diese Patienten wilddurcheinander also Virustatika, Cortison und Antibiotika bekommen, mehrere Antibiotika meistens, und sind dann auch noch zwangsbeatmet worden. Und das waren, wie gesagt, das bestreitet auch niemand, in der Regel Menschen zwischen 80 und 86. Und bei so einer Behandlung, da kann man eigentlich nur sterben. Also von daher, es ist niemand an Corona gestorben. Und wer an einem Virus gestorben ist, der ist mit Sicherheit an Influenza gestorben, weil Influenza gibt es diese Saison scheinbar gar keine mehr. Man hat auch nicht auf Influenza getestet, wenn jemand positiv auf Corona getestet war. Das hat man sich dann gespart. Und das heißt, all die Influenza-Toten, die wir immer haben, die wir Ärzte jedes Jahr in unserer Praxis haben, die weltweit bekannt sind, jedes Jahr, die sind jetzt plötzlich nicht mehr da. Also kann man sich vorstellen, woran diese Menschen gestorben sind. Gut, so viel dazu. All die anderen Fakten wisst ihr. Ich würde euch aber gerne erzählen, was mir persönlich widerfahren ist. Also abgesehen davon, dass ich in Berlin, wie so viele, verhaftet wurde, weil ich angeblich ein gefälschtes Attest mit mir hatte. Das war da, wo ich gerade das Lied im Mauerpark singen wollte. Man hat mir das Attest weggenommen und hat gesagt, das ist gefälscht. Dann wollte man mich zwingen, eine Maske aufzuziehen mit Gewalt. Und dann wollte man mich in eine winzige Zelle sperren. Und und das hat mir sehr große Angst gemacht. Ich sage das jetzt nur kurz. Also man hat mir wirklich solche Angst gemacht, dass ich mir vor Angst in die Hose gemacht habe. Und das hat mich wahrscheinlich davor gerettet, dass sie mich wirklich mit Gewalt in diese Mini-Sargzelle gesperrt haben, was sie mir angedroht haben. Und als ich aus Berlin zurückkam, kurze Zeit danach, hat ein Trupp von 7 Polizeibeamten, beziehungsweise 6 Polizeibeamten und einem Beobachter, meine Praxis gestürmt. Und zwar, weil angeblich einer der vielen, vielen Menschen, die mich in den letzten Monaten verzweifelt um Maskenbefreiungsatteste gebeten haben, weil ihre eigenen Ärzte sich weigerten, weil die meisten meiner Kollegen schändlicherweise Angst haben vor den Maßnahmen, vor den Konsequenzen, wenn sie noch Maskenbefreiungsatteste ausstellen. Und zwar so viel Angst, dass sie selbst ihren eigenen Patienten mit Asthma kein Attest ausstellen. Und viele dieser Patienten, weil ich eben auf vielen Demos bin, die mich halt dann über die Demos kennen, die schreiben mir oder die rufen an oder die schreiben mir entweder Mails oder
anderen Nachrichten und bitten mich verzweifelt um Maskenbefreiungsatteste für sich und gegebenen, also teilweise auch für ihre Kinder, die immer mehr in den Schulen gezwungen werden, Masken aufzuziehen, wie wir eben auch schon gehört haben. Und einer von diesen soll mich angeblich denunziert haben und deshalb kam die Polizei mit einem richterlichen Durchsuchungsbefehl und hat meine Praxis gestürmt und alles mögliche Beweismaterial eingesammelt. Und jetzt ermittelt der Staatsanwalt und das, was uns angedroht wird, also sie haben nicht nur bei mir die Praxis gestürmt, auch noch bei dem einzigen anderen Kollegen in Offenburg, wo ich meine Praxis habe, der noch Maskenbefreiungsatteste ausstellt. Und sie haben uns jetzt angedroht, dass sie uns die Approbation entziehen werden. Ja. Und ich will nur so viel dazu sagen, genauso wie ich in Berlin, nachdem ich freigelassen wurde, als allererstes mein Lied gesungen habe, habe ich auch, nachdem die Polizei da war, die nächsten Atteste rausgeschickt. Und ich habe auch der Polizei gesagt, und das werde ich auch dem Staatsanwalt sagen und wem auch immer, der es hören will oder auch nicht hören will, ich werde auch weiter meine Arbeit tun und den Menschen, die gesundheitliche Probleme mit den Attesten haben, weiter Atteste ausstellen. Ich werde mich nicht einschüchtern lassen. Gut, genug der Rede, weil es wurde schon so viel geredet. Deshalb möchte ich jetzt mein Lied, ein direktes Lied, viele von euch kennen das vielleicht. Ja, ich höre es schon. Genau, das ist wunderbar, dass ihr das kennt, weil dann könnt ihr gleich mitsingen. Ich habe leider mein Transparent mit dem Text vom Refrain vergessen, aber ihr kennt das vielleicht auch, den Refrain auswendig. Und wenn nicht, es hat 24 Strophen, ihr habt genug Zeit, um den Refrain zu lernen. Also. Genau. Ach so, ja, stimmt. Ach, oh mein Gott. Geht's ja nicht. Kleine Stimmprobe. Ja, wie jetzt? Ach so.